Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir dem Thorsten. Und zu Anfang, das ist übrigens nicht mein neues Intro, sondern das ist der Hinweis, dass die Discord-Meisterschaft... Das erste Jahr feiert, das heißt also Happy Birthday, liebe Discord Rathaus 13 Meisterschaft. Eigentlich heißt es anders Rathaus 13 Discord Meisterschaft, denn ähm, da wollte ich einmal noch darauf hinweisen auf dieses tolle Turnierformat. Und ähm, es gibt natürlich auch ein Jubiläumsturnier zum Ende des Monats, also wir haben ja jetzt den Monat Mai und am 29.05. bis zum 31.05. findet wieder dieses knackige Turnier statt. Ihr könnt euch noch bis zum 24.05. mit eurem Team anmelden. Der Link zum... Discord-Server ist in der Beschreibung unter meinem Video, also geht dort ruhig rein, guckt euch mal ein bisschen um. Vielleicht findet ihr ja doch äh, Spaß an der ganzen Sache. Es machen wieder unheimlich viele Mannschaften mit, das weiß ich. Und das Format der Discord-Meisterschaft ist auch cool. Ihr habt das sicherlich auch schon mal in Game gesehen. Es gab ja auch schon mal ingame Ankündigungen. Es gibt ja, dauert das äh, 2x2 Doppelpack, es gibt das 5x5 kurz und nackig oder das Extremturnier, wo eine Mannschaft halt sagen kann, äh, der anderen Mannschaft, du darfst äh, Frostzauber nicht benutzen und so weiter. Das ist unheimlich spannend und unheimlich Lustig, kann ich euch sagen. Aber das nur mal der Hinweis. Also, es ist nicht mein neues Intro, sondern ich wollte das Ganze so ein bisschen bewerben. Aber damit, damit mache ich jetzt erstmal gerade einen Schlussstrich. Also Infos findet ihr unter meinem Video. Geht dort auf den Discord und die weiteren Infos findet ihr dort auf dem Rathaus 13 Discord-Server. So, okay. Neue Season, genau, steht auch im Titel so. Der neue Pass ist da. Und es ist was ganz, ganz Besonderes da. Denn erstmal äh, muss ich das wegklicken. Wenn ich jetzt auf Go klicke, dann komme ich auf so ein YouTube Video. Also er, äh, okay. Okay haben wir voll gemacht das ist eine, das ist eine ganz ganz normale Pass Passvollmachung, so will ich es mal sagen und ähm, das ist auch gut so dass wir das haben denn erstmal ist ja wieder alles teuer erstmal ist wieder alles teuer und ähm, okay ich kann jetzt auch nichts nehmen ich kann ich will auch nichts boosten weil ich erst was boosten möchte wenn die Liga anfängt ich denke mal das macht ihr so ähnlich oder vielleicht habt ihr euch da ein bisschen verkalku verkalkuliert und habt vielleicht während der Liga die Superriesen, die vielleicht jetzt für euch nicht ganz so gut sind oder... Ihr könnt sie vielleicht auch nicht ganz so toll empfehlen. Ich nehme die Fassroller, also die Supermauerbrecher. Und äh, wir wollen aber hier mal in den Pass reingucken. Beziehungsweise nein, wir machen erstmal einen Klick hier rein in den Shop. Denn es gibt ganz nette, ähm, ganz nette Angebote. Die habe hab ich gestern ganz schnell weggeklickt, bevor ich da irgendwo hinklicke und noch was kaufe. Und beschenkt mal wieder eure Liebsten hier abseits der Krise mit ein paar Geschenken. Ich will mal gucken, ob das hier schon der Fall ist. Ist klar, dass hier schon wieder jemand was gekauft hat nehme ich gerne mit vielen lieben Dank und wir können auch schon so ein bisschen was verspenden glaube ich ich muss mal eben gucken ich habe immer zwei Armeen am Start ähm, wo ich schon mal ein bisschen was verspenden kann denn wir wollen natürlich wieder in den Pass etwas reinspielen und das passt so das passt so ähm, lass mich mal gerade bauen hier und ähm, das war ein Zauber, den ich schon mal verspendet habe. Und dann mache ich kurz noch mal ein paar Rocks hinterher, denn es gibt da so ein ganz tolles Item, habe ich gesehen. Ich bin jetzt nicht so einer, der hier so auf Housing steht. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus den Rollenspielbereichen. So Housing, da richtest du dir dein eigenes Heim ein oder dein oder dein Anwesen, je nachdem, was es was es letztendlich ist. Und er gehört natürlich mit dazu. Sieht ein bisschen komisch aus. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich bin in meine Kindheit zurückversetzt und sehe da Lego. Ich weiß nicht, habt, habt ihr den gleichen Gedanken? Ich sehe da so ein bisschen Lego. Und ich habe jetzt auch schon die ersten Punkte reingespielt. Okay. Das ist aber erstmal ein bisschen zu wenig, denn es gibt hier ein Item. Ähm, hier unten im Goldpass. Das ist wohl so ein Brunnen oder sowas. Anniversary Fountain. Okay. Das ist ein Jubiläumsbrunnen. Den holen wir uns natürlich. Also erstmal. Den Pass gekauft, würde ich sagen. Get Gold Pass. Das gibt es hier, den Clockwork King. Es gibt natürlich die sogenannten Perks, Magic Items und die Season Bank. Den nehmen wir erstmal mit. Kurzer Cut. Bis gleich. So, ich bin startklar. Mein Kauf war erfolgreich. Dann nehmen wir den auch mit und damit haben wir den Gold Pass received und können jetzt fröhlich hier den, den Pass frönen. Ähm, was gibt's denn? Kurz mal über den Pass geguckt. Man muss gar nicht bis nach hinten scrollen. Ich meine, klar, man muss natürlich bis nach hinten scrollen, bis man hier den Skin sieht, der ist ja jetzt auch ein bisschen größer in der Voransicht. Also für mich, okay, der hat auch so ein, alles klar, die haben jetzt alle so einen Antriebsschlüssel hinten dran. Oh, ja, 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 ja. Ich, ich, ich muss sagen, ich finde den gar nicht mal so schlecht. Der sieht zumindest witziger aus als der, als der Worden und ähm, schön hier mit der Schulterplatte auch. Das sieht sehr, sehr stark aus. Und, ähm, aber es erinnert mich so ein bisschen an Lego, muss ich sagen. Naja, sei es drum. Und äh, die anderen Sachen bekommt man aber hier in der Rewardlist. Was, was es denn so gibt? Okay, das sind ganz normale Sachen. Ressourcen gibt es dieses Mal. Ah, die Eckigen sind auch wieder Bilder. Also die Eckigen sind immer die Bildersachen. Beziehungsweise hier. Äh, doch, die Eckigen sind die Bildersachen. Und es gibt diesen Brunnen hier. Den will ich mir gerne holen. Den erspiele ich mir jetzt schon mit euch. Beziehungsweise können wir mal reingehen, was gibt es hier? Es gibt viel Dunkles, es gibt Elex, der letzte Pass war ja sehr Bilder, Gold und Elex lastig, das, okay, hier gibt es Bilder 6000, habe ich auch noch nie gesehen. 6000 Potion, Potion, also das, das übliche und hier oben auch wieder das übliche. Aber gestern wurde ich auch gefragt im Livestream Toto, warum holst du dir eigentlich den Pass? Ja, ich hole mir den Pass, ähm, nicht unbedingt jetzt wegen dem Skin oder so, sondern für die ganzen Sachen, die es hier oben gibt. Also den Boost hier, Boost da. Und ähm, da deswegen hole ich mir den Pass eigentlich. Das ist eigentlich der, der ganze Hintergedanke. Und ähm, ja, Entwicklerunterstützung kann, <laughs> kann man sicherlich immer betreiben. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber äh, auch das werde ich ja immer gefragt. Thorsten, gibst du auch mal was aus? Ja, die 5,49 Euro hier. Das mache ich mit zwei Accounts übrigens. Mit meinem Rathaus 12 auch. Und dann ist das aber gewesen. Also alles andere ist hier ganz brav. Er sammelt auch die 20.000 Gems wieder. Ganz ruhig. Alles ersammelt und es liegen die nächsten Gems liegen ja auch schon wieder rum. Ich kann jetzt im Moment eh relativ wenig machen. Ich habe noch einen Bauarbeiter frei und wir müssen, wenn wir uns ähm, den Brunnen erspielen wollen, brauchen wir eigentlich nur viermal mit Karre gewinnen. Ähm, ich fange mal an. Ich fange mal vorsichtig an hier unten. Ähm, ich kann nämlich eigentlich gar nicht richtig gut mit Karre angreifen, muss ich sagen. Das ist gar nicht mein Ding. Das habt ihr ja auch schon während der Kleinspiele mitbekommen, dass das nicht so unbedingt die gewinnbringende Armee für mich ist. Das kann ich nicht wirklich. Aber mal gucken. Wir müssen nur bis zum Rathaus kommen. Das sollen wir wohl irgendwie schaffen. Ähm, das ist zumindest das einfachste Spiel, um an den Skin hier zu kommen. Oh, jetzt habe ich. Oh, da. Ach, das ist das. Das ist euch sicherlich auch schon passiert, dass ihr ja. Noch eine Truppe drin habt, die ihr eigentlich gar nicht drin haben wolltet. Ich wollte Mauerbrecher da da reinnehmen. Okay, jetzt müssen die sich hier natürlich hart durch die Mauern prügeln. Und das ist gar nicht mal so einfach. Okay, der King hat sie aber trotzdem gepackt. Und dann nehmen wir die hier noch mit rein. Mal sehen, ob wir wenigstens dass die, die, die Meisterhütte kriegen, weil es heißt ja, du musst gewinnen. Und das ist gar nicht mal so einfach. Da schießen jetzt schon die ersten Kanonen auf die Meisterhütte, aber da steht auch nicht mehr viel. Und okay. Passt so 49 Prozent. Ich glaube, mehr wird's nicht. Die sind jetzt alle gerade in der, ähm, in den Lava-Launcher reingelaufen, beziehungsweise, weil ich da nicht durch die Mauer kam, muss ja mal Mauerbrecher mitnehmen. Aber ich glaube, das zählt schon. Der Kollege, ja, das zählt schon hier. Wunderbar. Und das Ganze mache ich jetzt eben viermal für euch, dass wir uns, dass ich mir den Brunnen freischalte und dann sehen wir uns gleich nach einem kleinen Cut wieder. So, ich habe die vier Challenges äh, eben mal gemacht. Also, ich bin jetzt noch am vierten bei, den habe ich jetzt zwar verloren, aber das waren glaube ich vier, obwohl das waren eigentlich nur drei Siege, ne, oder? Ein grüner, zwei grüner. Ah nee, ich hatte hier zwischen glaube ich noch einen roten. Nee, komisch. Ich hm. Ich habe jetzt eigentlich hab ich das Ganze nur dreimal gemacht, oder? Oder warte mal, kann, kann man das nochmal nachgucken? Ach so, Earn a Star heißt es da nur. Na, easy peasy. Das hättet ihr ja schon fast beim ersten Mal gehabt. Naja, gibt eben eh nur drei Sterne. Aber wir können hier die Re Re Rewards machen. Also erstmal den ein -Game donation Finde ich auch immer sehr, sehr nice. Und ähm, wir können den den Buß hier schon mal mitnehmen trainingsbuß und wir nehmen hier das Teil mit wo finden wir das jetzt eigentlich ich habe schon ewig keine Deko mehr aufgestellt ich muss mal gerade gucken wo man die Deko hier aufstellen kann wo ist die Deko wo ist die Dekoration äh, hier im Shop wahrscheinlich lass mal gerade gucken army buildings ähm, da decoration da ist es ah und habe ich das okay um, Building Placement. Oh, der sieht ah, der sieht schick aus. Der sieht sehr, sehr schick aus. Okay. Oh, mit dem S da drin. Ach, das ist ja herrlich. Guck mal, wie schön das ist. Ah, ja, 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 ja. Da lohnt Ich wollte jetzt gerade sagen, da lohnt sich ja der, Gold, der Goldpass. Ach, das ist ja schön. Ach, da bin ich ja ganz angetan von. Obwohl ich gar nicht so ein Bild, sondern so, 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 so ein Housing-Mensch bin eigentlich. Aber da bin ich schon von angetan. Wenn man da übrigens draufklickt, erscheint das S. Ach, das ist aber lieblich. Ach, das mag ich. <laughs> Das mag ich. Okay, reinfahren brauche ich jetzt im Moment nichts. Deswegen gehen wir kurz mal in unseren aktuell laufenden Krieg. Das ist jetzt noch nicht Liga, das seht ihr. 40er Clankrieg. und der Gegner hat allerdings auch schon weit über die Hälfte mehr Angriffe als wir. Und ähm, wir haben 8 Dreier, der Gegner hat 0 Dreier. Okay. Gestern Abend haben wir schon den einen oder anderen Dreier, glaube ich, von uns gesehen. Den von, ich hatte, ich hatte auch einen gesehen, der war sehr, sehr schick. Lass mal gerade gucken. Ich muss mal gerade gucken, vor, wo, vor wie viel Stunden das war. Ich glaube, hier hatte zugeschlagen, das war auch der Brusli. Allerdings, Brusli, 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 da ist er, den hatte ich noch, den habe ich noch live gesehen, das war noch nach, weit nach dem Stream der Brusli hier gegen den Hüssein. Wir spielen also gegen den, ähm, gegen den türkischen Khan Golem Türk. Ähm, mal sehen, wie der jetzt noch so ausgeht, ist er so ein bisschen noch für uns auch, ähm, so ein bisschen Training vor der Liga und ähm, da komme ich dann aber im Laufe der der Woche dann wieder auf euch zu beziehungsweise ihr müsst mal bei mir im Discord gucken, ob es da noch irgendwo freie Plätze für euch gibt beziehungsweise welcher Clan da vielleicht noch das eine oder andere Rathaus sucht, um an der Liga teilzunehmen wie auch immer äh, da kann man jetzt ich glaube heute heute wird das noch was, dass jemand vielleicht noch der noch einen Clan sucht noch noch irgendwo unterkommt ähm, morgen wird es dann eher schlecht, weil die meisten starten dann schon heute Abend und ähm, mit der Suche. Also, ich weiß, bei uns, bei den Herausforderern und auch im kleinen Deutschland äh, da sind wir sogar ganz schön viele. Da könnten wir sogar eine 30er hinkriegen. Dort starten wir. Auch heute Abend um 22 Uhr und ähm, naja, ich bin mal wirklich gespannt, wie die nächste Liga so wird für uns beziehungsweise auch vor allen Dingen für mich. Denn ähm, die meisten werden jetzt auch schon die ganzen Gebäude fertig haben. Mir fehlen jetzt zwar noch ein paar Gebäude, nämlich die Minenwerfer, aber das ist nicht so schlimm, würde ich sagen. Ähm, der Rest ähm, steht steht ja in jedem Fall und ähm, ich kann gleich auch meinen letzten Minenwerfer staaten hat er sehr schön gemacht hier. Rausgeholt die, die Clanburg. Der royale Champion kriegt er, glaube ich, auch noch. Ähm, viele haben gefragt übrigens, warum kriegt der Royal Champion keinen Skin? Ich kann mir schon vorstellen, warum er keinen Skin bekommt, denn den hat nicht jeder. Die anderen drei Truppen, also King, Queen und auch den Warden, würde ich sagen, den haben viele, weil da, da brauchst du nur Rathaus 11 für zu sein. Für den Royalen Champion musst du Rathaus 13 sein. Das heißt, du musst nochmal zwei Rathausstufen hochspringen. Und deswegen glaube ich, bekommt der erstmal kein Skin. So, das ist so erst meine Sache. Aber jetzt kommt ja erstmal sowieso so ein Set. Das heißt jetzt nach dem King, nach dem Clockwork King, kommt jetzt sicherlich die Clockwork Queen. Und... Ähm, vielleicht dann irgendwann mal Mitte des Jahres oder nee nicht Mitte des Jahres Ende des Jahres vielleicht kann ich mir vorstellen dass vielleicht auch mal ein Skin für den royalen Champion geben wird aber erstmal hat der busli hier sehr sehr gut gemacht wie gesagt den habe ich noch live geguckt hier und ich will jetzt auch mal meine Angriffe planen sonst packe ich das wieder heute Abend nicht dann wird es wieder so eng mit Livestream und und angreifen und so und wieder Panik und Hektik und Absprache dann mache ich das lieber so ich hoffe trotzdem, dass euch die kleine, aber feine Folge hier auf dem 1. Mai gefallen hat. Also kommt gut in den Mai rein. Schaut auf den Discord-Server, ähm, der da Geburtstag hat. Schaut einfach mal vorbei und sagt herzlichen Glückwunsch, lieber Discord-Server. Und ähm, dann, kann, dann freut sich der Eckhardt auch, der das Ganze da nach wie vor als äh, Server-Gründer, glaube ich, ähm, leitet. Und äh, seid bei den nächsten Videos dabei, seid in den Livestreams dabei. Auch dort ist der Link unter meinem Video. Auf meinen Twitch-Kanal. Seid ruhig abends damit bei. Wir haben, immer, wir haben immer viel viel und ein bisschen Spaß. Bis dahin, Leute. Schaut einen schönen Tag. Bis dahin, euer Toto. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Clash.